Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ehrengrad. Mann ey, ich war gerade in so einem Menüpunkt, da waren auf einmal meine ganze Tastenbelegung wieder weg. Weißt du, Standard. Ich krieg das hier nicht rausgestellt, ne? Hier ist dieser eine Menüpunkt, ne? Auf dem Gamepad, den kriege ich nicht raus. Diesen. Den lösche ich jetzt da auch weg. Gar nichts mehr passiert. Ne? Ich konnte sämtliche Tasten wieder neu belegen. Ne? Ich finde das jedes Mal wieder richtig schön amüsant, wenn du alles wieder belegen kannst. Da kommt immer richtig Freude auf. Den Punkt kriege ich nicht rausgelöscht. Kann ich machen, was ich will. Dann geht er grundsätzlich auf Standardeinstellung. Weiß da jemand Rat? Spielt jemand mit G29? Wie kriege ich diesen Menüpunkt rausgelöscht? Geht nicht. Es ist echt zum Mäusemelken manchmal, ne? Ganz ehrlich. Hey, ich hatte eine Mission angenommen. Damit wir hier mal ein bisschen auf Vordermann kommen. Tut er erstmal Feld 19 jetzt grob an. Das macht jetzt der Helfer. Ich hatte vorher einen anderen Trecker. Einen schwarzen dort. Mit GPS. Auch nicht mehr dort. Echt schickifeini. Ja, das macht jetzt der Helfer. Ich muss eben den Rest fertig walzen hier. Damit das auch seine Richtigkeit hat, ne? Da war ja die letzte Folge das Malheur mit der ollen Walze hier, dass das hier nicht geklappt hat und dort nicht geklappt hat. War ja auch grande der Malheur, ne? Da siehst du natürlich auch super, wo du gewesen bist. Ja, hier war er noch nicht, ne? Ne. Dass das auch fertig ist? War da gar nicht gewalzt, ne? Ne, hat er ausgelassen. Müssen wir das eben fertig machen, ne? Geht ja ziemlich fix mit der. Ich habe die 6-Meter-Walze gekauft, damit wir da nicht solche Probleme haben. Das ist echt ziemlich manchmal, ne? Hätte gedacht, wir machen noch eine Erntemission, ne? Aber ich wollte erst das hier fertig haben. Und dann werden wir, glaube ich, uns eine Erntemission annehmen. Weil auf Grasmähen und so habe ich gerade keine Lust und wir müssen ein paar Kohlen haben, ne? Ist mal jetzt wichtig, dass wir ein paar Kohlen regenerieren und uns hier ein bisschen weiter fortbilden. Ne? Immer wieder ein Spaß mit der Tastenbelegung. Ne? Gibt hier nichts Schöneres für Tasten neu belegen. Ne? Siehst du schlecht das Walzen? Also da bin ich ja ganz ehrlich, das siehst du wirklich ganz bescheiden. Das ist ein ganz feiner Unterschied, ne? Den musst du dann rausfinden, dass du walzt. Ist nicht so schön geregelt in meinen Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Walzt aber später, habe ich rausgefunden, ist das Hoppergras, ist alles weg. Also musst du ja direkt nach der Saat walzen. Damit das schickifein ist. Ob das dann immer alles so richtig ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da muss ich auch nochmal drüber, da hat er was vergessen. Da. Hat aber keinen Bock drauf gehabt. Also walzen wir hier ganz fix eben. Und dann passt das. Dann können wir da auch einen Checkhaken hintermachen. Check. Wie die Reifenspur noch runtergesetzt. Jetzt sind die schon wieder so lang oder was? Ich hatte die nämlich auf 200% runtergesetzt. Und ich glaube, die müssen nicht bei 400% sein, dass man die sieht, die Reifenspur, oder? Ne, jetzt bin ich gerade hier mit dem Telefon. Ich bin nicht auf dem Zimmer, Alter. So ist das, liebe Leute, ne? Irgendwas ist immer, ne? 22er wird dir nicht langweilig, weil du immer diese Pröttelarbeiten hast, die du gar nicht gebrauchen kannst. Und ich bin dann echt genervt. Gebe ich dazu. Das macht dann der Autismus. Ich bin dann richtig genervt. Wenn das immer so klappt, wie es klappen soll, ne? So, also bringen wir das Moped weg.
gucken wir, dass wir vielleicht eine Erntemission machen, ey. Brauchen hier echt Kohlen. Anders wird das nicht laufen. Die Lüpfe. Ja, da weiß ich auch noch nicht. Am besten umfliegen oder was. Ich glaube, das werde ich auch bald machen. Ich habe nämlich zu wenig Stroh eigentlich. So, unser Schoppen wird zu klein. Könnt ihr das glauben? Echt, der wird zu klein. Die Drille brauche ich nicht, den Flug bräuchten wir die nächsten Tage, ne? Dann können wir da nämlich echt noch fliegen. Ich stelle mir die Waldesel da hin. Oder ob ich da nochmal was wegmache? Und es ist ja noch lange nicht alles drin hier, ne? Demnächst kommt ja noch mehr da zusammen. In den Wagen hintergebunden, dann nehmen wir eine Mission an für Dreschen. Wie machen wir das jetzt? Der macht seinen Job, ne? Die sind gut gemacht, die Drohs, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ich wollte einen Dreschkasten, aber ich muss ja erst eine Mission annehmen, ne? Erntemission. Ich war hier. Wo wollte ich denn ernten? Feld 10, ne? Feld 10 war hier hinten. Ja, da fangen wir da an. Feld 10 ernten. Shit, du. Vertrag akzeptieren. Machen wir mit unseren eigenen Maschinen. Wenn du den richtigen Knopf drückst, dann kloppt das auch alle, ne? Schneidfettsaum müssen wir auch noch tauschen. Ne? Die sind, glaube ich, gar nicht mehr tätsch, ne? Kann nur lustig werden. Hoffentlich bleibt das da drauf liegen. So, Opfer. Bisschen was schaffen, vielleicht sehen wir es. Wie führt Wien denn da am besten? Wir können oben rumfahren, von da lang. Gucken wir auch mal, ne? Oder? Ja, wir können auch da lang fahren. Warte, wer? Nee, ne? Schneidwerk noch drauf? Noch ist drauf, ne? Ja, noch nichts. Abfahrt. Fahren wir hier lang. Ja. Es war auch nicht so günstig, wenn ich hier lang fahre, aber ist egal, ne? Viele Wege führen nach Rom. Bin ja auch nicht so ortskundig. Jetzt müssen wir da lang. Soll ich ihn durch die... Na egal. Schneidweg mal drauf, ja. Da müssen wir lang, ne? Ja. So gar nicht eng hier, ne? Nicht nur drauf. Oh Gott. Kann sein, dass wir unser Schneidwerk verloren haben. Nee. Hui, hui, Glück gehabt. Hätte schon gerade ein P in den Augen. Wie Schneidwerk weg. Kennt ihr das P? Das mock ich ja gar nicht in den Augen, ne? Ja, hier ist der andere Hofbauplatz, ne? Den habe ich ja nicht genutzt. Nee, ich spiele lieber hier oben, da wo ich gebaut habe. Soll ja auch ein Berghof sein und nicht so ein Flachhof.
nie lang, ne? Perfekt. Passt. Also es soll, aber es passt. Ne, wir können noch eine ganze Ecke weiter fördern, ne? Ist egal, wir können jetzt besser hier abfahren und fahren dann da lang. Ist so hier drin, ne? Schneidweg ist noch drauf. Blinker ist richtig. Kommt im Wert? Nee, ne? Können wir noch drüber. Licht noch drauf, Glück gehabt. Ich hasse das mit diesen Schneidwegswagen, wenn die nicht attachen, ne? Das ist ein Elend, ne? Willst marken? Kannst nix marken. Also runter das Gemüse hier hinten, ne? Wenn die dazu wollen, dann muck wie das. Können wir nix, ne? Wahrscheinlich kommt das dann auch irgendwo hin, wo wir gar nicht gerade hin wollen. Aber dann ist den so, ne? Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr zu hin. Wer weiß. Glaube ich gar nichts. Oh, nee. Guter Rad teuer. Wo ist hier die Felder fort? Muss ja hier irgendwo sein, ne? Schätzt man durch. Ja, muss ja. Geht ja gar nicht anders. Jetzt haben wir eine ganze Folge wieder nur mit Brackeln zu tun, ne? Oh, guck mal, da steht der Schneidwegswagen gerade richtig, ist gut. Schon wieder hier so, ne? Überall ist nur hier so Reif. Bin hier nicht auch mal was Lukratives da reif oben? Mein Schneidwerk. Danke. Eigentlich können wir den Schneidwerkswagen tauschen, ne? Aber wir haben nicht so viel Geld. Let's put. Das ist die Probleme, ne? So, jetzt hier aber hacken wir es. Muss man ein bisschen was runterbolzen. Krass. Aber ist auch keine kleine Ecke, ne? Da haben wir ein bisschen was zu tun. Aber ist auch ganz gut so, ne? Ich würde gerne den Trecker tauschen, aber da haben wir nicht das Geld für, ne? So läuft das aber, Leute. Perfekt. Jo, ein Schlag von Feld, wa? Ja, nur 5000 Glocken. Okay. Perfekt, ne? Ich habe keine Ahnung, ich nicht weiß. Oh, guck mal. Da, Tauernautobahn oder was ist das da? Nee, ne. Ich weiß es nicht.
Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, nicht ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.